Freunde der Astrologie, heute ist Dienstag, der 10. Mai 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, gestern war ja der auch aus astronomischer Sicht sehr interessante Durchgang des Merkurs vor der Sonne, wobei es eben Merkur als Schatten über der Sonne zu sehen war. Astrologisch bedeutet das, dass Merkur und Sonne sozusagen hier konjugiert haben, auf einem Punkt im Stier standen. Und jetzt ist es sozusagen so, dass sie beide wieder auseinanderlaufen. Das heißt, die Sonne hier im 21. Grad des Stiers und der Merkur weiterhin in seiner Rückwärtsbewegung auf 19 Grad Stier. Das heißt, der Merkur ist jetzt sozusagen der Sonne zurück, was im Grunde zwar die Rückläufigkeit des Merkur und die damit verbundenen Probleme nicht unbedingt löst, andererseits aber ein wenig von dieser ganz starken Subjektivität nimmt. Merkur bleibt weiterhin rückläufig, also es ist weiterhin keine gute Zeit, klare Entscheidungen zu treffen oder sich klar zu positionieren, sondern eher Dinge zu sondieren, auszuwählen, über die Dinge zu reflektieren. Heute ist allerdings auch ein astrologisch gesehen sehr schöner Aspekt, denn die Venus hier im Stier macht einen Trigon auf Jupiter in der Jungfrau, Jupiter wieder vorläufig, was grundsätzlich eben ein Gelingen bestimmter Dinge beinhalten kann, gerade auch was Formgebung oder materielle Dinge, Kreativität anbelangt. Immer natürlich unter dem Symbol, dass hier Merkur und Mars weiterhin rückläufig sind, dass insgesamt die gesamte Stimmung, die gesamte Energie so ist, dass sie eher nach innen gerichtet ist, ist innerhalb dieser Stimmung halt mit Venus, Jupiter die Möglichkeit da etwas zu gestalten, sozusagen auch sich auch Menschen, denen man sich nahe fühlt, seine Zuneigung auszudrücken, all das ist möglich und sollten wir auch tun. Der Mond ist seit gestern Abend im Zeichen Krebs, wo er noch bleiben wird bis morgen, also Mittwoch, späten Abend, Mittwoch um 11:30 geht es dann in den Löwen, wo es dann wieder feuriger, energetischer wird. Mond im Krebs, immer eine Stellung, die eine starke Emotionalität mit sich bringt, wo der Wunsch, sich emotional sicher und geborgen zu fühlen, besonders stark ausgeprägt ist. Zusammen hier mit den Stierplaneten ist das eher eine introvertierte Stellung, eine Stellung, wo man vielleicht viel zu Hause ist, wo man versucht, irgendetwas zu finden, wo man sich sicher fühlt, wo die Verbindung zu Menschen, die uns vertraut sind, sehr, sehr wichtig sind, weil auch sie uns eine emotionale Verbundenheit mitbringen, aus der heraus wir uns in uns stabil und geborgen fühlen. Und das ist überhaupt mit Mond im Krebs immer eine ganz interessante Frage. In welchen Lebenssituationen fühle ich mich geborgen? Und was im Grunde bringt mich aus dieser Geborgenheit, aus der Verbundenheit, aus der emotionalen Sicherheit heraus? Nicht oftmals stellen wir uns ja immer die Frage, wie kriege ich etwas? Also sozusagen, wie kann ich mich gefühlsmäßig sicher fühlen, aber in diesem Fall ist es auch sehr interessant zu sehen, was passiert, dass ich aus dieser gefühlsmäßigen Sicherheit herauskomme. Was bringt mich sozusagen aus dem Floh heraus? Gut, ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.